Hallo, liebe Freunde des gepflegten Rollenspielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von The Outer Worlds. Wir haben jetzt gerade noch den Sora-Quest, oder von Sora den Quest. Und ich höre schon wieder Gegner. Und das ist ein Möter, den können wir, warte mal. Easy does it. Okay, oh, das sind noch mehr. Hallo! Da hinten rennt auch noch eine Mantikönigin oder so rum. Oh, hallo. Oh, scheiß Mütter. Ja, uns geht's allen gut. Hier liegt nochmal Schnappes. Wer geht ins Bett? Vielleicht durch Parvati ja mit dir. Nee, die ist doch hier. Parvati ist doch, die ist doch, wie heißt die? Die ist doch scharf auf die Chefin von der Groundbreaker. Jagdgewehr Ultra. Es wird nicht wirklich besser. Parvati ist doch leider, was heißt leider? Vielleicht ist sie ja auch bi und nicht lesbisch, ne? Boah, jetzt bin ich schon wieder voll. Mann. Kotze. Jetzt haben wir drei von diesen Sturmgewehren. Also drei brauchen wir tatsächlich wirklich nicht. So. Was haben wir hier gefunden? Eine Ikonoklasten-Apostelrüstung. Nahkampfwaffenfertigkeiten plus 5. 34. Dia 30. Was haben wir? Oh, was ist das jetzt hier? Drei. Und den haben wir schon. Wir müssen mal irgendwas müssen wir hier mal. Der hier kann jetzt weg hier. Ganz ehrlich. Rüstung 9 braucht keine Sau. Und Rüstung 9 braucht wirklich keine Sau. So. Ich glaube, die ist neutral. Ich glaube, ich glaube, Parvati weiß überhaupt nicht, was sie will, oder? Schnecke? Dieser Helm ist so affig, ey. Oh. Mach's weg! The strong survive and the weak perish. Woo! We made it! Ja, schön, wir haben's geschafft. Alter, was hat die denn alles dabei? Was? Und direkt wieder überladen, ey. Ist das doch zum Kotzen. So, jetzt haben wir zwei von denen. Haben wir hier nochmal eine Rüstung? Hä, warum habe ich jetzt wieder die Rüstung? Wollte ich die nicht tauschen? Oh, yes, baby. Jetzt passt wenigstens der Helm zur Rüstung. Was haben wir denn hier noch? Inspiration mit einer Rüstung von 21. Oh, hier Rüstung 4, komm, weg. Was haben wir hier noch? Rüstung 3. Das ist auch sinnlos, das kann eigentlich auch weg. Oh, und wir können auf einmal noch mehr tragen? Hat die Rüstung mehr... Oh, die Rüstung hat Rüstungswert Schock 10 und die hat Rucksack 20 Kilo mehr Tragekapazität. Geiler Scheiß.
Fuck it. Plump. Oh, die Lippen. Ich brenne immer noch. Was die alles dabei haben, ey. Ach, Granatwerfer weg. Schafft es mal noch? I smite you in the name of the law. Hallo, Schatzi. So, haben wir aufgeräumt? Haben wir aufgeräumt. Okay. Fressen die ihre Feinde, dass sie immer so viel Scheiße drin haben, mit dabei haben? Sieht irgendwie danach aus. So viel Energiezellen, wie wir schon gefunden haben. So, Terminal. Code eingeben. Ja, sehr gut. Dafür gibt es 7500 XP. Warum eigentlich nicht? Gut, dann ist hier noch was anderes? Nö. Gut, dann gehen wir da mal rein. Oder? Ja. Rin. Guten Tag, jemand zu Hause? Oh. Oh. Sableitschläger. Augenklappe, Rüstung 7. Oh, die können wir verkaufen. Die gibt 163 Money. Noch so ein scheiß Helm, den keine Sau braucht. Hier, Rüstung 9. Aber das war der Schlossknackenhelm. Das war doch der hier, oder? Oh, das ist der gleiche Helm wie der hier. Das heißt, der hat 99,2. Dann verkaufen wir einfach den hier. Noch mehr Rüstung hier. Gleich weg. So, hier haben wir noch ein Terminal. Nachrichten. So, Arbeitsorder Nummer UDL211, Statusbericht Nummer 1. Aufzeichnender Ingenieur Volkovic. Tunnel sind gebohrt, Kabel sind gelegt. Devil's Peak ist empfangsbereit, aber wir warten noch auf die Signalbestätigung aus den Außenposten. Der ganze Ort stinkt nach Schwefel. Wir hätten Masken mitbringen sollen. Und ich bin sicher, dass ich in den Höhlen unter dem Turm irgendwas gehört habe. Irgendwas lebt da. Ich hoffe, wir scheuchen es nicht auf, sonst wird das für uns Elektriker unangenehm. So. Und Bericht Nummer 2. Wir kriegen Signale rein aus Amber Heights, Cellar Bay und Cascadia. Von Bayside Terrace und Aurora Ridge und ich... Was? Aus Aurora Ridge habe ich noch nichts gehört. Und ich hatte verdammt nochmal recht, was die Höhle angeht. Das sind... die sind nicht sicher. Irgendeine Art von... Ach, keine Ahnung. Großes Ding mit Krallen. Ich bin kein Tierwissenschaftler. Ich will endlich von diesem Felsbrocken runter. So, Arbeitsstilllegungsorder Nummer... Ja, das haben wir vorhin schon gelesen. Arbeitsorder Nummer UDL211 wurde abgeschlossen. Diese Substation wird jetzt stillgelegt und abgesperrt.
Es sei angemerkt, dass der leitende Ingenieur Franklin Walkowitsch bei einem Arbeitsunfall mit feindlich gesonnener Tierwelt in der Höhle von Devil's Peak ums Leben kam. Es sei weiterhin angemerkt, dass Mr. Walkowitsch Beschwerden bezüglich der Gefährlichkeit der Tierwelt von Terra 1 aus allen Protokollen Beschwerden, ach, die Gesperrten wurden gestrichen. Okay, alles klar. Holcoin Referendum Nummer 207, Gefahrenklausel Terra 1. Ja gut, das haben wir schon gelesen. Manueller Protokolleintrag. Ich gehe noch drauf bei dieser Dämlichkeit, das weiß ich. Er sagte, in Amber Heights gibt's mehr Bits, als wir je ausgeben können. Aber die Arschlöcher in den Anzügen haben es schon aus dem Fenster geschmissen. Haben Bücher und Vasen und hübschen Scheiß gekauft. Bücher kann man verdammt noch nicht mal essen. Und jetzt schau uns an. Von allen Kammern, in denen man sich verstecken und Wunden lecken kann, haben wir die gewählt, die sich selbst verschließt. Fühlt man sich wie ein Plünderer, wenn man die Wände wegbuddeln will? Aber wir müssen hier raus, bevor wir verhungern. Das wird nicht klappen, aber Nelson versucht uns Hoffnung zu machen und ich habe nicht die Energie, mich mit ihm zu streiten. Scheiß auf diesen Preant. Zu große Augen, zu kleiner Magen. Okay. Hier ist auch einiges schief gelaufen. Ach, guck mal, und hier haben wir das alte Datenmodul. Durchsuche das Gebiet. Ja, dann müssen wir es wieder zurück. Erstmal sammeln sie mal die Kohle ein. Noch mehr Kohle. Hier können wir wieder nicht knacken. Dafür brauchen wir den Helm. Aasfresser, ja. Ja, toll. Für 75 Credits. Das hat sich ja jetzt nicht unbedingt gelohnt. So, hier haben wir schon... Ne, noch nicht. Oh, was war das? Rüstung 11, Entschlossenheit plus 5. Ah ja, komm, weg. Nein, nicht wechseln, ich wollte es. So, hier, den haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Tagebuch. Müssen wir jetzt zurück? Kehre zu Sora zurück. Okay, das ist ja ein Easy Quest jetzt gewesen. Dann ab zurück. Danke, Leon. Hau rein. Gute Nacht dir. Da gibt es doch bestimmt noch einen Folgequest, oder? Welcome back. You find anything out there? Ich habe eine Box Datenmodule gefunden, nur einen Haufen Schrott, alle Datenmodule und so. Noch nicht. Ja, alle Datenmodule. Let's see. These are old. Looks like correspondences between the pirates. Some bits here, some there, some... Wait. This one's got the Amber Heights gate code on it. Just like the one I found earlier. And here's... a letter. Wait, this is from Graham. Oh, of all the... Captain, he gave them the gate codes. Was, Graham hat denn die Gate Codes gegeben, okay. Hallo Königstiger. Was für den Angriff? Er ist für den Angriff verantwortlich. Graham ist jetzt nicht für seine Rationalität bekannt. Er muss wohl die Manager unbedingt ausschalten. Was ist denn hier passiert? Er ist für den Angriff verantwortlich. Yeah. He did. He really did. I know he's got his head in the clouds, but I always believed there was a core of good there. What the hell happened to live and let live? Thank you for bringing this back, but I need some time. I gotta think. I'll let you know if I figure something out. Oh oh, das wird wohl noch zum Konflikt zwischen, also zum richtigen Konflikt zwischen den beiden führen. Können wir jetzt trotzdem mit dir reden? Go take a walk, nee, okay. Captain. I'll find you once my head's on straight. Geh eine Runde spazieren, sagt sie. Okay, dann gehen wir mal eine Runde spazieren. Können wir mit irgendwelchen Leuten hier reden? Hm? Nö. Können wir mit ihr vielleicht nochmal reden? Hey. May the eternal truth guide you. Rose will nicht mit uns reden. Dissenters in our midst. Lol. Wo gehen wir denn eine Weile hin? Nach Stella Bay will ich jetzt nicht.
Verlassene Relaisstation gab es tatsächlich keinen. Oh krass, hier gibt es noch viele andere Punkte, aber. Hatten wir nicht noch einen Quest in Fallbrook? Lass uns mal kurz gucken. Tagebuch. Wir hatten noch irgendwas in Fallbrook. Nee, das nicht. Hier. Lilly hat in letzter Zeit nichts mehr von ihrem Agenten in Salar Bay gehört. Beschaffe die Informationen über den Standort des Bergungsobjektes von ihm und überbringe sie Catherine Malin in Fallbrook. Achso, wir müssen jemanden in Fallbrook was bringen. Was ist, wenn ich jetzt einfach wieder zurückgehe und wieder mit ihr rede? Reicht das schon zum Spazierengehen? Kannst du mit dem Koch neben dem Tor reden? Was? Da war ein Koch neben dem Tor? Oder war der drin? Der war drin, oder? Weil hier ist ja niemand mehr. Nee, hier ist niemand. Ach, hier. Hey. Welcome to the Emporium. I'm Bronson. Hey, Bronson! Emporium, ja? Zeig mal, was du so hast. Handeln? Ich bin Lauch. Du betreibst hier draußen ein Lauch. It ain't really a store. Think of me more like a quartermaster. And a chef. And a handyman. And whatever else we need. Ein Quartiermeister. 4 Ikonoklasten. Du bist Koch? Handwerker, ja? Du bringst mir auch Sachen in Ordnung? Wow, dann lass ich mal in Ruhe. Nee, wir machen eine Frage. Oh, sure. Sulfur ain't so good on metals, and replacing parts is expensive. So we fix things till we can't. It was like that in Edgewater, too. It used to be when Bess would break down, I'd have to borrow parts from the grinder to get her working again, and vice versa. Wasn't too pretty, and it kept me on my toes, but I still made do all right. That's the way of it, no doubt. Just last week, I sacrificed my favorite heat slicer to replace the coils on my stove. Du bist also ein Quartiermeister. We gotta eat. Eating means hunting. Hunting means armaments. We used to let people take what they will, but then some idiot shot some other idiot over cards. So Zora set up a system. You fuck up, you don't get to buy gear. You play nice, you do. Ciao, Kerstin, hau rein. Ja, Zora hat Regeln aufgestellt. Der Mistbau darf keine Ausrüstung kaufen. Okay, brauchst du irgendwie Hilfe? Yeah, plenty. If you're the type to fix a thing or two, I've got a couple reports I need to follow up on. The pipes up on Milton's house burst. Someone needs to shut them off. Then there are the cables outside the bar. A sprat chewed through them, and now they're spitting lightning. Then there's the old guardhouse outside town on the way to the old Bayside Terrace. Someone needs to reset the comms breaker there. Okay, cool. Machen wir doch gerne. I ought to tell you. Most of these systems are routed through one of our terminals. You might be able to handle some of them remotely if you know your way around a computer. We sent Milton out to check on the comms tower a while ago. Ain't heard back. I'd wager he got ate. Er wurde gefressen. Wo ist dieses Terminal? Up the hill. It's right on the cliff's edge. Okay, vielen Dank. Okay, wenn ich gefressen werde, sage ich Bescheid. Lol, komm, wir machen das. Gut. Wir gucken trotzdem mal zu ihr hoch, ob sie jetzt ein bisschen mit sich reden lässt. So, hallo. Go take a walk, Captain. Ja, okay, sie will immer noch nicht mit uns reden. Gut, dann, welches Quest haben wir denn jetzt gerade aktiviert? Helfende Hand. Komm her, hier, machen wir das mal. Haben wir hier mehrere Questmarker? Genau. Wir haben mehrere Questmarker. Guten Tag. Ach, hier komme ich gar nicht aufs Dach hoch, oder? Doch, hier. Ist das Terminal Quest Terminal? Du bist gemein. Zurück zum Terminal. Tagebuch, Hacken. Nee, das ist glaube ich nicht, dass wir. Naja, ich gehe schon. Trip.
Hier geht's hoch. Ja, nicht wirklich. Scheiße! Wie komme ich denn da ran? Der hat irgendwas von dem Terminal erzählt. Ist das Terminal draußen? Irgendwas von der Klippe und dem Terminal da erzählt. Werkbank? Ja, ja. Sicherungskasten. So, leite den Strom um, lass den Dampf ab. Ich muss wieder zurück. Halt. Irgendwie da hoch. Hier ist die Werkbank, ich sehe sie, ja, ja. Hier, das ist gemeint. Speicherkapazität erhöht. Protokolleintrag von den letzten 4 Einträgen sind unwiederbringlich verloren. Nun können jedoch neue Einträge angelegt werden. Wow, das hat es ja jetzt wirklich gebracht. Geh weg. Rückseite. Nicht die. Aber von oben dann bestimmt, ne? Ah ja, ich sehe schon. Wow. Ja, lass mich wenigstens rüber. So, und dann noch den Strom umleiten. Komme ich hier nicht durch? Doch. Wow. So, Strom umgeleitet haben wir auch. Wir klauen mal nichts, wenn wir nett sind. Und dann gehen wir mal zu Bronson zurück. Haben wir das Quest auch noch gemacht? Und vielleicht dreht dann Sora wieder mit uns. Hey Meister, wir haben alle deine Sachen repariert. What are you buying? Hier, ich habe alles euer Zeug repariert. I'll be damned. Thanks for doing that. Here. Zora sets aside a bit or two for people who help out. Before you ask, no, it ain't pay. Just being generous to folks who do a good turn. 300 Bits und 9000 XP. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder kurz vorm Level up. This is the simple truth. We are all molecular machines. The body is a collection of atoms. The mind is a consequence of chemical reactions. Therefore, our lives are predestined along a path that is only visible in retrospect. Life is fated and unstoppable. I don't know, Mr. Vicker, that seems like quite a leap. Das hat er da vorhin schon mal gesagt, dachte ich, oder? Wir sind gleich durch für heute. So. Go take a walk, Captain. Ne. Gut, dann dann würde ich vorschlagen, machen wir hier jetzt Feierabend. Bringt jetzt nichts, auch mal irgendwie einen Quest anzufangen, in den letzten 7 Minuten für die Folge. Ist die Folge heute mal keine halbe Stunde, sondern nur so knapp 24 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr das Spiel gerne selber spielen wollt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zum Epic Store, Affiliate-Link von mir. Dort gibt es das Spiel zu kaufen. Wenn ihr über den Link kauft, dann bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Ihr kennt das Spielchen. Und dann sehen wir uns wieder zu einer der nächsten Folgen. Und ja, in dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.